Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Die liebe Iris, die hat mich zum Jahresstart eingeladen, zu einem Apfelfrühstück. Und das hat mich begeistert, deshalb habe ich gesagt, das müssen wir mit euch teilen. Und bevor es jetzt gleich losgeht, verrätst du uns mal, was es mit einem Apfelfrühstück auf sich hat. Hallo liebe Iris, danke für die Einladung und ich habe dich jetzt ganz rasch hier einfach vor die Kamera geholt. Kein Problem. Völlig übergerascht, aber wir machen das jetzt. Ja, nee, das ist ja schön. Und das Apfelfrühstück, das begleitet mich also jetzt nicht nur um diese Jahreszeit, sondern im Grunde beginnt das schon quasi mit den Äpfeln. Ab wann gibt es die ersten Äpfel? Im August, September. Augustäpfel. Mhm. Ab den Augustäpfeln bis dann, wenn es keine Äpfel mehr gibt. Und die haben wir ja oft, ich hatte von der Region gesammelt, her gesehen. Von hier, wenn es keine Äpfel mehr gibt, also hier bei uns jetzt, sprich bis April, Mai und dann geht es weiter mit dem Beerenfrühstück. Mhm, okay. Und so lange gibt es bei mir jeden Tag. Dann komme ich nochmal. Genau, dann darfst du nochmal kommen zum Beerenfrühstück. Ansonsten gibt es bei mir im Grunde jeden Tag das gleiche Frühstück. Okay. Oder mehr oder weniger. Man kann das etwas abwandeln. Und das nicht zur Frühstückszeit, sondern erst so am späten Vormittag. Genau. Ich habe ja schon seit quasi 7 Jahren, also seit 2010, habe ich meine Lebensweise verändert. Und das Erste, was ich mit verändert habe, war, dass ich das Frühstück weggelassen habe. Mhm. Und quasi erst um 12, halb ein, je nachdem, wie okay. es ist, beginne zu essen. Und da ist dieses Apfelfrühstück wunderbar, also probiert es einfach mal. Ich werde jetzt das Rezept verkünden und sagen, wie es gemacht wird. Es ist einfach, es schmeckt. Ich mache auch noch zu diesem, also ich bereite das quasi vor, oftmals am Wochenende, Samstag, Sonntags. Also das kann man auch für längere Zeit vorbereiten. Genau, ich bereite das vor und zwar mache ich mir quasi eine Grundmasse, sage ich jetzt mal, weil ich halt auch nicht jeden Tag die Zeit habe. Natürlich ist es besser noch, wenn ich jeden Tag das frisch mache. Mhm. Okay. Gut. Das heißt, was hast du jetzt heute Morgen vorbereitet ich für uns? Ich habe, also ich bereite dann quasi vor, ich hole Sonnenblumenkerne. Ich sage jetzt mal 150 Gramm oder 100 Gramm. Also ja, von der Menge her, ich mache das immer so. Man kann da nichts verkehrt machen, nee, so ein bisschen. Also ne? Einfach Sonnenblumenkerne, eine gewisse Menge. Ich hole Leinsamen. Okay, geschrotet oder? Das kommt gleich. Also ich mache das, ich werde das alles schroten im Prinzip. Also Sonnenblumenkerne auch sehr gut ist, wenn man das möchte, wenn man die Sonnenblumenkerne über Nacht einweicht, dass sie anfangen zu keimen. Wir wissen alle, wollte gerade sagen, dann heißt es, also nochmal wirklich eine gute Qualität von Sonnenblumenkernen. Die keimfähig. Kaufen, die keimfähig sind. Genau, also das mache ich nicht immer, mache ich manchmal das Keimen, je nachdem, wie es jetzt gerade passt. Dann der Leinsamen. Dann zurzeit gerade habe ich Kürbiskerne selbst getrocknet, die mache ich jetzt auch noch dazu. Ich mache Ingwer dazu. Frischen Ingwer? Frischen Ingwer, ein großes Stück frischen Ingwer. Ich mache ein Stück Zitrone, oftmals auch mit Schale, wenn man das bitter... Und die Kürbiskerne, Leinsamen und Sonnenblumenkerne in etwa in gleicher Menge? Nein, ich mache deutlich mehr Sonnenblumenkerne. Leinsamen zu viel führt dazu, dass das sehr schleimig wird. Okay. Das schmeckt dann nicht mehr so gut. Leinsamen in der Regel so circa 2 Esslöffel, ein bisschen mehr ist auch nicht schlimm, aber nicht so viel. Und Kürbiskerne auch nur ein paar. Okay. Ja, weil die vom Geschmack her einfach ein bisschen intensiver sind jetzt. Aber auch das ist natürlich, ich könnte auch Nüsse reinmachen. Also das ist jetzt mein Rezept, man kann das natürlich auch gerne variieren. Dann, wie gesagt, den Ingwer und die Wildkräuter der Jahreszeit. Also ich habe immer einen großen Pott Wildkräuter, die ich da reinmache. Jetzt im Winter leider nicht. Da keime ich mir dann oft Weizen oder, also lasse ich keimen und mache dieses gekeimte Grün quasi rein in der Winterszeit. Obwohl wir haben jetzt wilden Schnittlauch, also auch jetzt in der Winterzeit gibt es ja schon. Was hast du für Kräuter, heute jetzt noch an Wildkräutern drin? Ich habe gefunden jetzt noch, also du kriegst immer ein bisschen Nelkenwurz, ein bisschen Gundermann, aber nur wenig, weil der sehr intensiv im Geschmack ist, der Gundermann. Mhm. Ich habe Spitzwegerich ganz kleine Blättchen gefunden. Es hat noch ein Gänseblümchen geblüht. Es gibt die Blätter der Gänseblümchen, die ich essen kann. Ich finde dann immer mal so ein Stängelchen Löwenzahn schon, der sich raus. Ja, also das ist dann nicht einfach so viel. Schauen, ja. Ich habe da auch sogar ein Bild, was ich dir schicken kann mit der kleinen Handvoll Kräuter, die jetzt da drin sind. Das kommt da rein. Dann mache ich muss jetzt ein bisschen, ja, ich habe einen Thermomix und mache das mit dem Thermomix, aber da geht auch bestimmt jeder andere Mixer. Ein guter Standmixer, Hochleistungsmixer oder Pürierstab zur Not. Weiß ich nicht, müsste man ausprobieren. Ne? Ich mache das dann alles rein,
Alles zusammen? Alles zusammen, diese Komponenten mache ich rein und püriere das, also häcksele das quasi auf Stufe 6, ein paar Sekunden nur, dann ist das quasi eine Masse, so ein bisschen körnige Masse. Und in diese Masse mache ich dann 6 Äpfel. Entschuldigung. Ja, mache ich 6 Äpfel. 6 Äpfel? Ja, okay. Die schneide ich, man kann, also die mit Schale, mit allem drum und dran, mache ich die dann oben drauf. Ich raspele das mit den Äpfeln zusammen und dann habe ich im Grunde eine recht große Schüssel mit Äpfeln und diesen Körnern alles zusammen. Da mache ich dann selbstgemachten Apfelsaft, da ich ja keine Milch und gar nichts zu mir nehme, kommt dann, um die Masse ein bisschen fluffiger zu machen. Und man muss sich vorstellen, der Leinsamen quillt auch noch ein bisschen, der ist ja jetzt geschrotet. Der nimmt da jetzt noch ein bisschen Feuchtigkeit auf, also ich mache da einfach Apfelsaft drauf. Okay. Und diese Masse stelle ich in meinen Kühlschrank und nehme jeden Tag 3 große Esslöffel dieser Masse. Okay. Mache mir dann jetzt noch, damit es ein bisschen mehr sättigt, ein paar Haferflocken drauf. Mache noch mal ein bisschen Apfelsaft. Zimt kommt noch dazu. Zimt kommt noch zu dieser Grundmasse, eine schöne Portion. Und dann mache ich mir die Haferflocken auf diese Grundmasse, mache mir Apfelsaft drauf und einen schönen Schuss Sahne und das verrühre ich. Ich lasse das in der Regel etwas stehen, da die Masse aus dem Kühlschrank, wenn ich sie jetzt aus dem Kühlschrank hole, damit so ein bisschen kalt ist. Das mag ich nicht so gern, also es soll ein bisschen warm. Zimmertemperatur in etwa zumindest. Und wie lange hebt sich das auf? Du kannst das, also ich habe das immer schneller gegessen, wie das irgendwas passiert, durch die Zitrone und aber so 2-3 Tage kann also das auch. Also Minimum 3-4 Tage. Minimum. Sehr wunderbar. Ja? Insofern, weil ich auch sage, ich gehe ja auch ins Büro und so weiter, ich hole mir das einfach mit. Ich mache mir 3 von diesen Esslöffeln. Ich mache mir das, ich habe so Töpfchen hier extra geholt aus Glas, weil ich diese ganze Plastik, das nicht mehr so mag. Ja. Und mache mir da meine wie soll ich es nennen, Müsli, Apfelfrühstück, halt rein und hole das mit zur Arbeit. Perfekt, wunderbar. Und esse das dann halt mittags um 12, 1 als erste Mahlzeit. Und das ist so, wie soll ich sagen, das ist ja schon, da hast du ja schon so viel Gehalt. Ja, du hast Ballaststoffe für den Darm, du hast Vitamine, du hast, also du hast da wirklich schon einen Großteil gute Dinge für diesen Tag gegessen. Und wenn dann jetzt so im Sommer die Beerenzeit beginnt, dann kommen Beeren rein. Genau, dann kommen die Beeren rein. Und du kannst ja auch immer noch anderes Obst dazu machen. Also da bleibt deiner Fantasie ja, das bleibt dir belassen, wie du es machen möchtest. Ich mache auch ab und zu, anstatt Haferflocken, kann man auch gekeimten Buchweizen zum Beispiel dazu machen. Wenn man jetzt das Getreide ein bisschen vermeiden möchte. Ne? Ja. Wobei Haferflocken ja nicht viel Gluten hat. Also das ist nochmal... Ne? Muss man auch nochmal auf muss man halt schauen. Selbst nochmal gucken, wie es einem bekommt. Natürlich, wenn ich jetzt anfange so zu essen, das ist für den Darm schon, das sind schon Ballaststoffe, die ich dem zufüge. Vielleicht erstmal in kleinen Portionen. Genau, vielleicht einfach langsam und gucken, wie es einem bekommt und dann selbst entscheiden. Aber ich, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich esse das jeden Tag. Und ich kriege jetzt eine große Portion. Genau, du kriegst jetzt eine große Portion von mir. Danke. Ja. Ihr Lieben, vielleicht konnten wir euch jetzt so ein bisschen inspirieren und Apfelfrühstück. Wir verschwinden jetzt nicht ins Büro, sondern in die Küche. Genau, da gibt es jetzt ein Apfelfrühstück. Gut, okay. Vielen Dank für euer Dabeisein und wir schicken euch eine herzliche Umarmung. Tschüss, sagt die Irmgard und die Iris. Tschüss. Ciao, ciao.